Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr die iOS 5.1 sozusagen untethered jailbreaken könnt. Ja, das Ganze funktioniert mit einem Semi-Tether, ist sozusagen ein Cydia-App. Und das kennen vielleicht einige schon von iOS 5.0.1. Und ja, wie ihr das Ganze hinbekommt, zeige ich euch. Und zwar, ihr öffnet Cydia. So, wenn sich Cydia geöffnet hat, geht ihr gleich auf Verwalten, denn wir brauchen dazu eine bestimmte Quelle, geht auf Quellen, dann Bearbeiten, Hinzufügen und dort gebt ihr dann diese Quelle hier ein. Hier, die steht natürlich unten nochmal in der Videobeschreibung, die nennt sich, also ich sag's nochmal, thebigboss.org/semitether/. Hier geht ihr dann hin und installiert einfach, das ist das Einzige, was hier drin gibt, und installiert das. Danach muss euer Springboard respringen. Und wenn ihr das gemacht habt, seht ihr gleich, ihr habt hier unten rechts, wie ihr jetzt sehen könnt, Semi-Tether. Da klickt ihr dann einmal drauf. Das dauert dann ganz kurz. Und dann könnt ihr hier sehen, Reboot-Status ist okay, Report protected. Also ihr könnt euer iPhone oder euren iPod neu starten. Also das Problem dabei ist halt, wenn ihr jetzt euer Gerät neu startet, dann habt ihr nicht wie gewohnt die normalen Cydia-Apps. Also wie beim Untether oder Jailbreak, sondern ihr könnt einfach neu starten, um wichtige Telefonate zum Beispiel zu führen. Aber Cydia-Apps oder so könnt ihr erst wieder benutzen, wenn ihr euer Gerät mit dem Red Snow neu booten lasst. Ja, trotzdem finde ich das Ganze ziemlich cool. Denn manchmal ist es doch schon sehr hilfreich, wenn man auch nur kurz telefonieren kann. Das reicht dann auch schon. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video bitte einen Daumen hoch und abonniert mich, um keine neuen Videos zu verpassen. Ciao.